Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's der Alex wieder und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem weiteren Preisanalyse-Video. Wir schauen uns wieder an die vergangenen Deals, die ich mit euch geteilt habe und schauen uns an, wie sich der Preis entwickelt hat. Konnte man damit Gewinn machen oder musste man Verluste einstecken? Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss dabei seid. Ja, Freunde, wie angesprochen, wir schauen uns an, wie sich die Preise entwickelt haben von den Deals, die ich mit euch geteilt habe. Und falls du nur auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und beginnen möchte ich direkt mit dem ersten Deal. Ihr seht es hier, so ein Werkzeugkasten von Vera, einem sehr, sehr qualitativen Werkzeug. Ihr seht es hier, so ein Kästchen kostet hier mal eben 227 Euro, kein Schnapper. Aber es war ein Schnapper zu dem Preis, wie ich es veröffentlicht habe. Und zwar zu 157,65 Euro. Hätte man hier wirklich ganz ruhig zugreifen können. Ihr seht es hier in der Preisanalyse, in dem Chart. Genau diese Ausbrüche hätte man nutzen müssen, um da günstig einzukaufen. Denn ein möglicher Resellergewinn, wenn man es jetzt zu diesem Preis verkaufen würde, für 220, 230 Euro, wäre man hier zwischen 30 und 40 Euro ein möglicher Resellergewinn. Sehr, sehr cool. Dementsprechend gab es hier sehr viele Kombinationen im Angebot. Ich habe hier mit euch nur zwei geteilt. Wir kommen gleich direkt schon zum nächsten. Und auch hier ging es auf, also der Preis ging wieder zurück. Diese Ausschläge nach unten waren ideal zum Kaufen. Gucken wir uns den nächsten Deal direkt an, der auch gewesen ist. Und zwar Preis jetzt 144 Euro, veröffentlicht habe ich es zu 102,51. Ihr seht es hier, auch hier genau das gleiche Spiel. Das war alles hier an einem Tag quasi, diese Ausschläge nach unten. 102,51 Euro hätte man hier auch ruhig zugreifen können und konnte man dementsprechend mit diesem Werkzeugkasten ein möglicher Resellergewinn 15 bis 20 Euro gewesen, ja. Also ihr seht es hier, besonders bei solchen Sachen, wo auch die Bewertungen unglaublich viele sind, ihr seht es hier, 5 Sterne, das gibt es selten, bei über 3600 Bewertungen, auch hier genau das gleiche, wobei das hier auf die ganzen verschiedenen Kombinationen sich richtet, diese Bewertungen, aber man sieht es hier, das sind sehr qualitative Werkzeuge und dementsprechend auch im Preis sehr, sehr stabil. Ihr seht es hier, wenn ich das auf ein Jahr zurückgucke, dann haben wir hier den niedrigsten Preis. Ja, hier hatten wir mal auch so eine Phase, aber solche Ausschläge nach unten, das ist natürlich sehr, sehr selten und deswegen muss man hier die Chance nutzen. Kommen wir direkt zum nächsten Deal und zwar ist das hier vorne, ja, so für Kinder, so eine Krankenschwesterstation. Auch nicht schlecht, sowas ist sehr beliebt bei Kindern und man verschenkt sowas auch gerne. Und ihr seht es hier, auch hier gab es einen Ausschlag nach unten. Ich habe diesen Deal für 62,08 Euro veröffentlicht. Ihr seht es hier, Stand jetzt sind wir bei 65 Euro, also knapp über 3 Euro mehr sind wir. Ich gehe mal auf einen Monat zurück. Es ging langsam treppenartig runter, das kennen wir bei vielen Deals, passiert sowas. Und es ging bis 51 Euro, also noch weit über 10 Euro, als ich das mit euch geteilt habe. Dann ging das kurzerweise wieder auf 75, genau. Und jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Aber das kann meiner Meinung nach nicht lange so gehen. Also Stand jetzt ist hier definitiv noch kein wirklicher Gewinn machbar. Ich habe das Ganze hier veröffentlicht mit möglicher Resellergewinn 30 bis 50 Euro, wenn man von einem Verkaufspreis von ja, ca. 150 Euro ausgeht. Aber wenn wir uns das mal hier anschauen, aufs ganze Jahr zurückgesehen, war der niedrigste Preis, bevor es hier zurückging, bei 120 Euro, dann auch mal 140, 130. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze wieder sich nach oben korrigiert. Und dementsprechend sind solche Sachen auch einfach beliebt. Und ihr seht es hier, auch hier über 400 Bewertungen, gute Bewertungen. Dementsprechend spricht es hier nichts dagegen, dass hier das Ganze nochmal nach oben geht. Kommen wir zum nächsten Spielset. Also auch was, eine Werkbank für kleine Jungs. Auch hier vorab schon mal zu den Bewertungen. Über 1200 Bewertungen, sehr gute Bewertungen, muss man dazu sagen.
Auch hier ging das Ganze treppenartig runter bis zu, na, was haben wir hier, bis teilweise 30 Euro. Veröffentlicht habe ich es und mit euch geteilt habe ich es für 33,21. Und wenn man hier von einem Reseller-Gewinn ausgeht, dann würde das hier 15 bis 20 Euro sein, wenn man es für 60 Euro beispielsweise weiterverkaufen könnte. So, Stand jetzt ist der Preis bei 43 Euro, also ein Zehner über dem Preis, wie ich das mit euch geteilt habe. Man muss hier einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Wir sehen hier, teilweise gab es hier schon Ausschläge nach oben. Amazon bietet es halt immer noch recht günstig an. Wenn Amazon hier raus ist, dann sind es halt die anderen Händler, die das anbieten und dann geht es hier mit 74 Euro los. So viel dazu. So, dann gucken wir uns den nächsten Deal an. Auch ein Spielzeug, so ein Aktivitätswürfel für kleine Kinder. Ihr seht es hier, ist recht groß gemacht mit verschiedenen Seiten und verschiedenen Funktionen. Richtig cool. Das sagen auch die Bewertungen. Über 1200 auch hier. Und ja, wie weit ging er runter? Wir können das Ganze mal anzoomen und sehen hier, das ging teilweise bis 26 Euro. Geteilt habe ich das mit euch tatsächlich auch für 26,57. Das ging bis hier weiter runter und dann haben wir hier leichten Aufstieg jetzt nach oben und sind hier derzeit bei 38 Euro. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze wieder nach oben geht. Guckt euch das einfach mal an hier auf die Jahres. Auf den Jahresrückblick zu sehen ist hier, dass das Ganze hier recht stabil war bei 60 Euro, bei 70 Euro teilweise und mehr. Und wenn man hier von einem ja, Verkaufspreis von beispielsweise 60 Euro ausgeht, dann sind hier locker 15 bis 20 Euro als Reseller, möglicher Reseller mit drin. So viel dazu. Falls dich solche Sachen interessieren und du genau solche Deals bekommen möchtest, dann findest du unter diesem Video eine Beschreibung, wie du dich kostenlos und verbindlich für einen Newsletter dieser Deals anmelden kannst und bekommst diese direkt per WhatsApp auf dein Handy oder auf Telegram. Für weitere Informationen schau dir gerne unten die Videobeschreibung an. Ansonsten, falls Fragen sind, gerne die Kommentarfunktion nutzen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Spaß weiterhin, viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.